Die Pilottonsteuerung wird im DSP-Monitor aktiviert mit der Checkbox Pilotton Detection unter RC-CAN und OEM. Wenn ich diese Option das erste Mal aktiviere, fragt mich die GUI, ob ich die Pilottöne und die Anleitung in einem Ordner auf dem Desktop installiert haben möchte. Ich klicke OK. Das kann ein, zwei Sekunden dauern. Dann habe ich einen Ordner auf dem Desktop mit Anleitung in Deutsch, in Englisch und verschiedenen Pilottönen. Generell soll der Pilotton so hoch wie möglich sein, 15 oder 17,5 Kilohertz. Das ist im Einzelfall abhängig vom Radio. Es gibt tatsächlich OEM-Radios, die 17,5 Kilohertz nicht abspielen können. Hier im Beispiel verwenden wir die 15 Kilohertz. Spiele ich gleich einmal ab. Zunächst mute ich alle Ausgänge, damit mein Lautsprecher nichts passiert. Dann spiele ich den 15 kHz Ton ab. Und ich sehe hier schon, der Pilotton wird erkannt. Die Erkennung des Pilottons passiert direkt am Eingang 1 und 2. Und die Lautstärke im Fahrzeug ändert sich mit dem Pegel des Pilottons. Jetzt brauche ich nur noch anwählen, welche Eingänge ich steuern möchte. In meinem Fall den digitalen Media Player am Digitaleingang, am SPDIF-Eingang. Und ich sehe am Pegelausschlag, dieser wird vom Pilotton mit geregelt. Wichtig ist, dass der Pilotton aus dem Nutzsignal herausgefiltert wird. Daher gehe ich an den Eingang 1 und 2 ins Disk-Menü und setze hier einen Notch-Filter, einen Kerb-Filter, genau bei der Frequenz meines Pilottons. Ich wähle eine Bandbreite von 1500 Hertz. Wenn man sich das auf dem Frequenzgangschrieb anguckt, stellen wir fest, dass da am Ende nur ein ganz kleines Band nicht hörbar im Frequenzgang fehlt. Okay, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch meine Ausgänge wieder öffnen. Ich sehe am Eingang meinen Pilotton mit minus 22 dB abhängig von der vom Pegel am eingestellt am Radio. Und ich sehe am Ausgang gerade noch mal minus 80 dB. Das heißt, der Pilotton ist perfekt gedämpft. So, jetzt habe ich meinen optischen Eingang, meinen SPDIF-Eingang 9 und 10 geregelt mit dem Pilotton über das Werksradio. Ich brauche jetzt nur noch im Mischer einstellen, dass dieser auch genutzt wird. Und ich habe eine absolut präzise, saubere Regel meiner Digitalquelle über das Werksradio. Sobald das Werksradio etwas anderes wiedergibt als den Pilotton, sprich Verkehrsfunknachrichten, Telefongespräch, Navi-Durchsage. Sobald das passiert, ist der Digitaleingang stumm und ich höre die Originalquelle, mein Werksradio. Ein kleines bisschen anders ist das Vorgehen, wenn das Werksradio mit Allpassfiltern arbeitet. Ich habe hier mal einen Beispiel vorbereitet, dieses Radio, der Pilotton ist eingelegt, die 15 Kilohertz. Wir sehen es auch am Eingang 1 und 2. Die Ausgänge sind gemutet, aber der Pilotton wird nicht erkannt. Woran liegt das? Dieses Radio ist im Bereich des Pilottons bei den 15 Kilohertz nicht in Phase. Hier einmal kurz bestätigt durch die Messung. Ich sehe im Frequenzgangschrieb, wenn ich mir die Phase anzeigen lasse bei der Eingangssignalmessung, dass bei 15 kHz
ein Phasenversatz von 150 Grad in etwa da ist. Das heißt, das Radio spielt beim Pilotton nicht in Phase, daher wird der Pilotton nicht erkannt. Das kann ich jetzt ganz einfach korrigieren. Im Disk, im Eingangs-Equalizer, habe ich hier mal einen Allpass erster Ordnung, 12.500 Hertz. Das ist genau, um dieses Radio in Phase zu bringen. Ich gehe zurück auf die Messung und messe jetzt am Ausgang einer Gruppe. Mache die gleiche Messung. Dauert einen Augenblick. So, da kommt der Sweep rein. Und ich sehe, das Radio ist jetzt bei 15 kHz in Phase. So, der Pilotton ist wieder drin. Das Radio ist korrigiert hinterm Eingangs-EQ, also vor dem Mischer. Das heißt, jetzt muss ich die Pilotton-Erkennung umschalten auf Detect on Group Aux. Dann wird der Pilotton hier am Ausgang des Mischers erkannt. Und ich sehe, Pilotton erkannt, die Regelung funktioniert. Etwas anders ist das Vorgehen jetzt. Ich muss den Ton bei den Ausgangsfiltern rausfiltern. Auch hier wähle ich eine Bandbreite von etwa 1500 Hertz. So, alles eingestellt. Ich gehe in den DSP-Monitor. Ich starte meine digitale Quelle wieder. Öffne die Ausgänge wieder und habe wie bei einem Standardradio ohne Allpassfilter eine perfekte Regelung. Das kann ich jetzt noch auf die Spitze treiben, indem ich einen Trigger verwende. Ich sage Trigger 3. Trigger 3 soll nach dem SPDIF-Signal getriggert werden. Wichtig ist hier, dass die Gruppe AUX nach wie vor weiterhin vom Eingang 1 und 2, unserem Pilotton, gespeist wird. So, und nun habe ich meine perfekte Pilotton-Steuerung auch mit einem Radio mit Allpassfiltern bewerkstelligt. Fragen und Kommentare gerne unter dieses Video. Wie gesagt, im Ordner auf eurem Desktop findet ihr das Ganze auch nochmal als Anleitung in Schriftform.